Oh, mir geht's so schlecht. Ich glaube, ich brauche Antibiotika. Antibiotika, 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 Antibiotika. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin nicht krank, Gott sei Dank. Ich bin ganz selten krank, zum Glück. Wir, also ich und meine Frau, wir fahren jetzt gleich nach München und machen uns dort vor Ort für euch schlau. Wir sprechen dort mit einer Ärztin und bleibt bitte dran, meine Lieben, das ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem auch für eure Eltern. Zeigt das Video euren Eltern. Es geht um eure Gesundheit. Ich habe hier eine ganze Liste an Fragen, und zwar, was sind denn Antibiotika eigentlich und wie wirken sie? Also wie der Name sagt, Anti, das ist irgendwas dagegen, und Antibiotika ist einfach eine Medikamentengruppe, die gegen bakterielle Infekte sind. Wann sollten Antibiotika eingesetzt werden? Bei bakteriellen Infekten. So, jetzt ist natürlich nicht jedes Bakterium, das man im Körper findet, auch immer gleich ein Infekt. Das heißt, es gibt Besiedlung und Infektion. Und erst wenn die Infektion wirklich kritisch ist, das heißt den Körper so belastet, dass sich die Bakterien in der Blutbahn befinden oder der Körper sehr geschwächt ist, dann macht der Einsatz eines Antibiotikums erst Sinn. Vorher nicht. Ja? Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es? Bei Antibiotika oder grundsätzlich? Also ganz grundsätzlich, es gibt natürlich immer die allergischen Reaktionen, ja, dass man ein Medikament nicht verträgt oder seine Inhaltsstoffe, ist ja nicht nur der Wirkstoff. Und ansonsten allergische Reaktionen, die sich dann auf den Körper verteilen oder auch so stark, dass man keine Luft mehr bekommt und dann ins Krankenhaus muss. Es ist für eine bestimmte Bakteriengruppe immer zugelassen oder hat auch ein breites Spektrum, dann trifft man natürlich alle Bakterien im Körper. Jetzt kann es sein, wenn man das Antibiotikum nicht lang genug nimmt oder einfach nur so zum Spaß, weil man denkt, es hilft gerade, dass dann bestimmte Bakterien auf dieses Antibiotikum nicht mehr ansprechen. Ja? Und da spricht man dann von der Resistenz. Und wenn es einen dann wirklich trifft und dieses Bakterium den Körper befällt, dann wirkt das Antibiotikum vielleicht nicht mehr. Das ist echt ein großes Problem. Verstehe. Warum sind Resistenzen so gefährlich? Das müssen Sie sich so vorstellen. Resistente Bakterien sind nicht anders als normale Bakterien. Die können aber bestimmte Antibiotika-Einsätze überleben. Das heißt, sie haben die Infektion, ja, und wir geben das Antibiotikum, was eigentlich für dieses Bakterium passt, aber das Bakterium reagiert überhaupt nicht. Das heißt, wir haben überhaupt keine Chance. Und das Gefährliche ist, je mehr Bakterien von diesen resistenten Stämmen vorhanden sind, desto weniger Antibiotika können wir einsetzen. Wir können sie also nicht mehr gezielt behandeln. Was kann ich oder was können wir machen, um die Entstehung von Resistenzen zu vermeiden? Also Sie persönlich können jetzt nicht wirklich viel machen. Sie können darauf achten, dass Sie Antibiotika nur nehmen, wirklich im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, so wenig Antibiotikum wie möglich und wenn, dann nur ganz kurz oder gezielt. Also so kurz wie nötig. Wenn Ihr Arzt sagt, wir brauchen jetzt hier ein Antibiotikum, dann haben Sie auch das Recht, kritisch zu hinterfragen und zu sagen, naja, so schlecht geht es mir jetzt nicht, dass ich unbedingt ein Antibiotikum möchte. Gibt es denn die Möglichkeit, das erstmal ohne Antibiotikum zu probieren? Und Sie können auch fragen, warum gerade dieses Antibiotikum? Warum nicht ein anderes? Das können Sie auch immer fragen. Wenn Ihnen jetzt also der Arzt empfiehlt, ein Antibiotikum zu nehmen, dann ist es ganz wichtig, das genauso zu nehmen, wie der Arzt gesagt hat. Also entweder vor den Mahlzeiten, zu den Mahlzeiten oder nach den Mahlzeiten. Ganz wichtig auch zu fragen, passt das zu den Medikamenten, die ich eh schon nehme? Hat das irgendeinen Einfluss auf andere Medikamente? Oder gibt es Lebensmittel, die das Antibiotikum beeinflussen, wie Milch oder wie Grapefruitsaft? Ja? Und wichtig, wenn es Ihnen besser geht, das Antibiotikum nicht einfach absetzen, sondern erst in Rücksprache mit Ihrem Arzt. Nicht, dass Sie es zu früh absetzen, weil dann haben Sie wieder Stämme, die sich da entwickeln und sagen, hey, da war mal ein Antibiotikum, ja, wir sind jetzt resistent darauf, wir vermehren uns jetzt. Ja. Und dann ist es zu spät, weil die Stämme kriegen wir dann nicht. Und dann haben Sie wieder eine Resistenz. Den Fehler habe ich schon öfters gemacht, dass
wenn man sich dann besser fühlt, dass man dann denkt, ah ja, brauche ich jetzt nicht mehr, restliche Packung, lass mal halt liegen. Ja. Das ist genau das, was man praktisch nicht machen soll. Hör auf deine Frau, habe ich dir auch gesagt. Und auf den Hausarzt bitte. Also wenn Sie noch Antibiotikum zu Hause haben, das heißt eine Packung, die ist angebrochen und Sie haben damals die Therapie einfach abgesetzt, weil es Ihnen ja besser ging, diese Tabletten nicht einsetzen und einfach so einsetzen, weil Sie denken, beim letzten Mal haben die geholfen, die werden schon wieder helfen. Mhm. Auf gar keinen Fall machen. Bitte Antibiotika immer in Rücksprache mit dem Arzt einsetzen. Ja? Weil es gibt verschiedene Antibiotika für verschiedene Infektionen und nicht alles hilft fürs Gleiche. Mhm. Ja? Okay. Was kann ich denn machen, wenn ich eine Erkältung oder eine Grippe habe? Gibt es da Hausmittelchen auch, die vielleicht besser helfen? Da gibt es eine ganze Menge an Hausmitteln. Also das Wichtigste ist wirklich Ruhe. Ja? Den Körper so wirklich so wenig belasten wie möglich. Und viel trinken. Das ist das A und O. Ja? Vitamine, Obst und Gemüse, ja klar auch, aber am wichtigsten ist wirklich Ruhe und viel trinken. Genau, Bonbons lutschen, damit es hinten immer schön feucht ist. Ja, das ist auch wichtig. Keine Milch trinken, warum keine Milch? Da ernähren sich die Bakterien von, die wollen wir auf gar keinen Fall haben. In den meisten Fällen ist bei so einer Erkältung der Virus das Problem, weil der schwächt das Immunsystem. Es geht plötzlich los, Sie haben plötzlich Kopfschmerzen, plötzlich Gliederschmerzen, hohes Fieber. Das ist in, sag ich mal, 90% der Fälle ein Virus. Deswegen hilft auch das Antibiotikum nicht. So, und Milch vermeiden Sie, bitte, dann kommt es nicht zu diesem blöden Schleim, der sich da hinten festsetzt. Und wie gesagt, die Bakterien können dann keine Party mit der Milch machen. Ja? Das fällt mir aber ganz, ganz schwer. Nicht ohne Milch. Das geht mir gar nicht. Okay, aber gut zu wissen, weil ich denke, da habe ich mich in der Vergangenheit nicht dran gehalten. Ja, und wenn Sie Nebenhöhlenentzündungen haben oder Mittelohrentzündung, das kommt ja häufig bei Kindern vor, immer eine Mütze tragen, Wärme ist ganz wichtig, ja. Tisch! Er sagt immer, das stimmt gar nicht, was die da sagen. Mütze ist nicht so wichtig, dass das Kind in Ruhe. Doch, Mütze ist ganz wichtig. Ja, ja. Er sagt immer, Wärme geht nicht. Durch. Aber kommt mit der Begriff Erkältung hier, von Kälte. Ja. Ja, und deswegen ist Wärme gut. Was kann man machen, um sich vor einer Erkältung zu schützen? Genau, so wie das Wort schon sagt, Erkältung, man sollte nicht ins Kalte gehen. Oder wenn es jetzt morgens kalt ist, warm anziehen, dann schwitzt man. Ja, dann sollte man sich entkleiden, so dass man Zwiebellook, ja, dass man nicht schwitzt, weil dann kommt ein kalter Wind und dann ist man krank oder wird krank. Mhm. Nicht mit nassen Haaren aus dem Haus gehen. Mhm. Immer Hände waschen. Ganz wichtig, vor dem Essen, nach dem Essen, vor der Toilette, nach der Toilette, immer Hände waschen. Oder wenn man nach Hause kommt, Hände waschen. Ich meine, viel Bewegung ist ganz wichtig an frischer Luft. Ja, man kann auch in die Sauna gehen, wenn ihr sowas habt oder mögt. Kommt in die Sauna. Okay. Also es reicht nicht, wenn ich an meinem PC hocke und dann das Fenster aufmache, ne? Nee, das gibt Zug. Zählt es nicht. Als Sauna nicht, nee. Okay. Fürs Immunsystem kalt duschen? Nein. Das geht gar nicht, ich bin warm duschen. Ich auch. Meine letzte Frage. Was ist im Hinblick auf das Thema Antibiotika und Kinder wichtig zu wissen? Bevor der Arzt das Antibiotikum gibt oder ihr es dem Kind gebt, wie groß ist das Kind, wie alt ist das Kind, wie schwer ist es? Ist das Antibiotikum überhaupt für das Kind zugelassen? Ja? Manchmal ist es notwendig, dass man ein Antibiotikum bei einem Kind einsetzt, auch wenn es nicht zugelassen ist, weil nur dieses Antibiotikum auf genau dieses Bakterium anspricht. Wie gesagt, diese Resistentin hatten wir ja schon besprochen. Aber dann gibt es noch Antibiotika, wenn man die zu früh dem Kind gibt, dass sich die Zähne verfärben beispielsweise. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran an dem Video. Ich weiß, so ein Thema ist jetzt nicht ganz so interessant wie die unwichtigen Sachen, aber wie es halt so ist im Leben, die wichtigen Sachen sind meist nicht so spannend. Wir haben ja noch ein paar Prospekte mitbekommen. Zum Thema Antibiotika und Antibiotikaresistenzen. Schaut doch mal, wenn ihr beim Arzt seid, ob die ausliegen und werft mal einen Blick rein. Ist vielleicht besser, wie die Sportzeitung zu lesen. Ja, was uns wichtig war, mit dem Video euch zu informieren und vor allem auf das Thema Antibiotikaresistenzen hinzuweisen. Weltweit treten immer mehr antibiotikaresistente Bakterienstämme auf und verbreiten sich recht schnell. Und das gilt zu verhindern, indem man Antibiotika wirklich nur einsetzt, da wo es nötig ist. Ich habe euch in die Infobox noch ein paar Infos gepackt zum Thema Antibiotika, Antibiotikaresistenzen und auch zur
Weltantibiotika-Woche. Da könnt ihr euch informieren. Guckt also unten in die Infobox. Da sind einige Links drin, wo ihr euch noch weiter schlau machen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst uns einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.